So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Weiter geht's in unsere Karriere mit Mike Minga und Tennis World Tour 2. Ich habe jetzt wirklich eben noch überlegt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, Mensch, stürze ich mich jetzt in ein solches Turnier? Ich würde jetzt nochmal ein 2-Sterne-Turnier, ich sag jetzt mal zur Bestätigung meiner letzten guten Leistungen einfach wählen wollen. So sage ich es jetzt einfach mal. Und wir treffen auf den Briten Elia Williamson und dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was für ein Untergrund hier vorhanden ist, aber in der Regel ist das eigentlich hier gut, auch voneinander zu unterscheiden. Das gefällt mir auch ganz gut, was den Ball angeht. Also da macht das schon einen Unterschied. So, wir wollen natürlich hier auch weiterkommen. Also das ist ein Rasenturnier. Mike Minga betritt den Center Court und wird auf jeden Fall vernünftig bejubelt. Aber auch der Brite Elia Williamson, der jetzt hier aufs Parkett geht. Ich spiele, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, das erste Mal mit meinem neuen Schläger. Habe also ein bisschen was investiert, habe dadurch natürlich auch das ein oder andere Attribut jetzt besser bekommen. Und dann steigen wir mal ein. Der war schön. Und wir zwingen den Gegner zu einem Fehler, den er so nicht hätte machen müssen. Aber das 0 zu 15 nehmen wir natürlich gerne mit. Und er verzieht schon wieder. Auch das nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Oh, der ist schön platziert. Oh, ich hätte jetzt sogar vom Abdruck gesagt, dass der drinne gewesen wäre. Ich habe den genau auf der Linie gesehen, aber ich werde natürlich einen Teufel tun und mich hier beschweren. Und dann haben wir hier den entsprechenden Breakball. Second Serve. Tennis World Tour 2 gefällt mir auf jeden Fall gut. Bestes Tennisspiel auf PlayStation 4. Bisschen schade natürlich. Schade natürlich, dass kein Team in der Lage war, so möchte ich es mal nennen, einen Topspin für PlayStation 4 zu Jawohl! Surf and Volley. Was ich noch mal in Gedanken beenden wollte. Kein Topspin hat es geschafft auf die PlayStation 4 von der Qualität. Das ist schon ein bisschen, ich möchte jetzt gar nicht sagen Armutszeugnis, aber schade ist es allemal. Oh, der war schön platziert. Ach, schade. 15 all. Da weiß ich nicht, ob der Gegner daran gekommen wäre. Oh, der war gut. Und boah, der Gegner macht viele leichte Fehler. 15. Elia Williamson. Ich versuche den rechts zu platzieren. Oh, der war gut. Den kriegt er nicht. Sehr schön. 40, Mike Minga. Schade, leichter Fehler, aber ich will auch ein bisschen mehr ins Surf and Volley gehen. Alle meine Lieb- oder meine größten Tennis-Idole in den 90er Jahren, Pete Sampras, Stefan Edberg, waren ja beides exzellente Surf and Volley-Spieler. Oh, der war stark. Oh, der war noch stärker vom Gegner. Respekt. Deuce. Elia Williamson.
Den hat er stark gemacht, den Punkt. Ohne jede Frage. Yes! Das war die Antwort von Mike Minga! Klasse! Der war stark gespielt von Mike Minga. Ah, Deuce. Deuce. Der war gut. Ja, oh, schade. Oh, schöner Ballwechsel, schöner Ballwechsel. Und komm, long, long. Nein! Advantage. Williamson, macht er hier das Rebreak? Nein! Mike Minga behält die Nerven. Oh, der war schön angeschnitten. Yes! Advantage. Oh, der war schön. Der war auch wieder gut. Oh, oh, oh! Wunderbar den Ball hier noch gezogen. Schaut euch diesen Ballwechsel mal an. Und jetzt sieht man es vielleicht so ein bisschen, ja, gefühlvoll über die Rückhand ins rechte Eck platziert. Mike Minga führt 2:0. Ah, schade. 15-0. Schönes Match. Sehr schön. 15-all. Quiet, please. Thank you. Auch cool. Die Schiedsrichterin mahnt zur Ruhe. Stark! Und damit hat Mike Minga Matchball, oder? Nein, noch nicht. Ah, da war ich jetzt einen Punkt weiter. Sorry. Jawohl. 1540. Matchball. Matchball. Matchpunkt. Matchball. Mike Minga. Kann er ihn verwandeln? Zwei Stück. Ah, schon mal der Druck beim Gegner jetzt. Ich versuche ihn Longline rechts zu schlagen. Das weiß ich jetzt schon. Würde ich jetzt mal sagen. Na, das ist mir nicht ganz gelungen. Oh, der ist gut. Der war gut. Ja, jawohl. Mike Minga ist in Runde 2. In dem Fall bei dem Turnier in der Runde der letzten 16. Ich habe weiter meine Leistung stabilisieren können. Ich glaube, ich habe insgesamt ein gutes Match gemacht. Beim ersten Aufschlagspiel meinerseits. Kleinen Hänger gehabt, fast noch dann das Rebreak aus der Hand gegeben, aber dann doch die Nerven behalten, letztendlich mit einem souveränen 3:0 in die zweite Runde eingezogen. Das schauen wir uns dann gern in der nächsten Folge an.
Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, Mike Minga in seiner Tenniskarriere zu begleiten. Dann geht's gegen Dominik Ruso aus Kroatien. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Lasst doch einen Daumen da, lasst einen netten Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch ein kostenloses Abo, um zukünftig keine Folgen, unter anderem auch von diesem Let's Play-Format, zu verpassen. An der Stelle dann wieder einmal, wer es von uns kennt, ciao und servus, euer Jens von Minga Gaming und bis zum nächsten Mal.